Der Frieden sei mit euch, liebe Zuschauer. Shalom und seid gesegnet. Ja, es geht völlig unprofessionell hier weiter. Und ja, es gibt ein weiteres großes Zeichen dafür, dass es eigentlich nicht mehr lange dauern kann, bis Jesus Christus zurückkehrt und das Weltzeitalter hier abschließt. Zuvor wird der Antichrist allerdings auftreten. Er wird für 7 Jahre die Welt hier regieren. Er wird sich zur Hälfte dieser Zeit in den Tempel in Jerusalem setzen und sich als Gott ausgeben. Und dieser Antichrist verkehrt eben alles, was Gott geboten hat, was Gottes Ordnung ist. Und das bereitet er natürlich langfristig vor. Und eben jetzt habe ich hier so eine Meldung aus dem, ich nenne es mal Gaga-Gaga-Land. Früher kannte man das Land unter dem Namen Deutschland. Und wir sehen jetzt, also wie gesagt, was jetzt normal wird, ist alles das, was eben Gott verkehrt, auf den Kopf dreht. Und hier ist die Meldung. Und zwar hier von der linken Tageszeitung Taz oder Magazin, was auch hier online im Internet ist. Ja, und hier habe ich den Artikel: Heterosex ist nicht natürlich. Sex mit Folgen. Unsere Autorin hat nur ab und an Sex mit Cis-Männern, aber auch die biologischen Fakten geben ihr Recht. Heterosex bringt Tücken mit sich. Ja, die Autorin hat hier häufig auch mal Sex mit Cis-Männern. Fragt mich bitte nicht, was das ist. Ich habe das jetzt nicht nachgeschaut. Eigentlich interessiert es mich auch nicht. Aber allein schon, ne, dass man hier also wechselnde Sexualpartner hat und jeder mit jedem machen kann, was er möchte. Aber da kommen wir jetzt noch zu. Ich lese nicht alles vor, weil es ist einfach so furchtbar. Aber ich werde natürlich alle Artikel auch wieder hier verlinken in der Infobox. Hier steht also: Ich habe nichts gegen Heteros. Ich habe heterosexuelle Freunde. Manchmal schlafe ich sogar selbst mit Cis-Männern. Alle sollen von mir aus Sex haben, wie und mit wem sie wollen. Aber ich muss jetzt trotzdem mal was sagen. Heterosex ist einfach nicht natürlich. Ich denke mir das ja nicht aus. Das sind die biologischen Fakten. Sperma und Scheidenflüssigkeit haben völlig unterschiedliche pH-Werte. Die Vagina hat ein saures Milieu, um Krankheitserreger abzuwehren. Durch das basische Sperma steigt der pH-Wert zumindest kurzfristig an. Ich will jetzt hier gar nicht weiterlesen. Kurze Zusammenfassung. Hier heißt es eben, durch den Heterosex wird Frau öfter krank, und zwar Blasenentzündung, wie auch immer das hier begründet ist. Ich will euch damit verschonen. Ja, auf jeden Fall hat es ganz große Nachteile, dass man hier Heterosex hat. Und ja, wie gesagt, die Frau wird halt öfter krank. Und dazu noch Folgendes. Es ist ja natürlich hier erstmal, ja, jeder soll Sex haben mit wem und wann und wo und ja, ne? Also Sodom und Gomorra. Gilt das übrigens auch hier für Tiere? Wahrscheinlich. Und was ist mit Kindern? Ja? Jeder soll Sex haben mit wem er möchte, auch mit Kindern. Ich meine, die Grünen hatten ja schon mal in den 70er Jahren solche Vorschläge, aber da will ich jetzt nicht drauf hinaus. Ja. Schauen wir weiter in diesen Artikel hier von der guten Dame, die das hier geschrieben hat. Und zwar: 295.000 Frauen starben im Jahr 2017 weltweit im Zuge von Schwangerschaft oder Geburt. Also knapp 300.000 Menschen oder Frauen starben im Jahr 2017 weltweit im Zuge von Schwangerschaft oder Geburt. Ist das jetzt eine Krankheit? Ja? Ist man an einer Krankheit gestorben? Wie kann man denn nur schwanger werden oder tatsächlich gebären? Ja? 300.000 Frauen sind gestorben. Ja?
Also hier macht man Schwangerschaft und Familie zu einer Krankheit. Und weiter heißt es hier, ich frage mich oft, was sich die Natur dabei gedacht hat. Weil ich aber, wie gesagt, dafür bin, dass alle Sex haben können. Ja, auch die Heteros, ne? Also, ne? Wie sie möchten, sollten wir als Gesellschaft zumindest zwei Dinge tun. Die medizinischen Kosten umverteilen, die insbesondere Frauen durch Heterosex entstehen. Zum Beispiel durch eine Sexabgabe für Heteromänner. Außerdem müssen wir das Risiko für alle Beteiligten verringern. Das ist ein Risiko, schwanger zu werden, ne? Also das ist ja eine Krankheit. Also es ist einfach nicht zu fassen, was hier steht, ne? Ja, also Heteromänner müssen hier besteuert werden, ja, weil die Kosten hier für die Gesellschaft zu teuer wird durch die steigenden, also durch mehr Krankheit von Frauen, dadurch, dass sie Heterosex haben. Ja. Ganz klar erinnert uns das an die Bibel und ich habe hier einfach mal das Wort Sodom eingegeben im Neuen Testament und auf Suchen gedrückt. Und da sind natürlich hier ganz viele Stellen, 10 Treffer hier zum Beispiel bei Schlachter 2000. Und dann nehmen wir mal hier die unteren, ja, 2. Petrus 2,6, hier heißt es, und auch die Städte Sodom und Gomorra eingeäschert und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte. Ja, also hier wird von Gott geredet, ne? Und auch die Städte Sodom und Gomorra hat er eingeäschert, ja? Und so zum Untergang verurteilt, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte. Da heutzutage ja niemand mehr von diesen Menschen, die wir hier gerade gelesen haben, deren Berichte wir lesen, niemand mehr in die Bibel schaut und das sowieso für ein Märchen hält und Gott auch ablehnt und alles entgegengesetzt tut, was Gott eben gesagt hat und was Gottes Ordnung ist, ja, werden sie dieses hier natürlich auch nicht als Warnung annehmen. Ne? Aber es steht hier in der Schrift der Wahrheit letztendlich komplett drin. Dann haben wir hier Judas 1,7. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen. Schon wieder, warnendes Beispiel. Diese warnenden Beispiele sind einfach vergessen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Und nochmal hier auch in der Offenbarung 11,8, hier heißt es, und ihre Leichname werden auf den Straßen der großen Stadt liegen, ne, Babylon, die im geistlichen Sinne Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Ja, und diese Menschen kreuzigen den Herrn jeden Tag, indem sie diese Dinge hier leben. Ja, das sind die Bibelstellen und ich habe mal geguckt, wo das denn eigentlich seinen Ursprung auch her hat, weil das wird ja schon lange vorbereitet, diese Agenda. Und es gibt ja viele Diener des Satans und des Antichristen und einer dieser Diener ist die Organisation, die Serviceorganisation The Lucy's Trust. The Lucy's Trust wurde in den Vereinigten Staaten 1922 gegründet von Alice Bailey. Da schauen wir gleich rein. Und ja, The Lucy's Trust, wenn wir das verkehren oder umkehren hier, dann heißt es Trust Lucy, Trust Lucifer, also vertraue Lucifer heißt das hier letztendlich, Lucy's Trust. Und es wurde vor allen Dingen hier in den frühe 1920er Jahren als eine
Publikationsfirma gegründet. Und zwar unter dem Namen eigentlich Lucifer Publishing Company. Lucifer Publishing Company. Also wir sehen hier schon am Namen ganz klar, wo es hingeht. Ja. Und ja, wie gesagt, später dann umbenannt in Lucy's Trust, damit es nicht so auffällt, beziehungsweise weil diese Menschen eben Lucifer vertrauen. Ja, es kommt aus der Theosophie und ja, vorangetrieben hat es eben diese Alice Bailey und wir schauen mal hinein. Das ist die gute Dame hier. Sie hat gelebt von 1880 bis 1949. Eine englisch-US-amerikanische Theosophin, Esoterikerin und Autorin. Sie war die Gründerin der Akan-Schule sowie einer Reihe weiterer damit in Zusammenhang stehender Organisationen. Genau. Sie hat also diesen Lucifer Publication gegründet. Das, was wir heute kennen, noch unter Lucy's Trust. Die haben auch eine offizielle Webseite. Ja, da können wir uns das hier anschauen. Lucy's Trust.org. Und wir sehen hier gleich schon die Pyramide, das Dreieck. Ja, und ja, ein Auge, ein leuchtendes Auge, wenn wir es so sehen wollen. Ja. Und wir sehen schon, wo es hingeht. Es geht um Licht und Liebe. Lasse den Plan von Licht und Liebe für dich aufgehen, würde ich mal das so übersetzen hier, ja. Also Licht und Liebe, der Lichtbringer ist ja Luzifer oder der Lichtträger. Und ja, dieser Lucy's Trust ist allerdings sehr einflussreich und vor allen Dingen reichen seine Arme bis in die UNO. Und zwar haben wir hier, wenn wir das mal hier schauen, Lucy's Trust, About Lucy's Trust und da sehen wir dann hier auch eine Unterseite United Nations. Und wir können davon ausgehen, dass die UNESCO, also die Abteilung der UNO, die für Bildung und Kultur zuständig ist, hier maßgeblich beeinflusst wurde durch den Lucy's Trust. Ja, und wie gesagt, hier gibt es ganz offizielle Verbindungen zu den Vereinten Nationen. Alice Bailey, wie gesagt, selber eine Theosophin, Esoterikerin und ja, das bedeutet vielleicht für viele im Moment noch nichts Schlimmes, aber wie gesagt, es geht ganz tief hinein in den Satanismus und ihre Lehrerin ist auch eine sehr bekannte und zwar Helena Petrovna Blavatsky. Kennen sicherlich viele, viele Menschen. Und ja, sie ist eigentlich die Mutter der Theosophie, wenn man es so sehen kann. Ich möchte da jetzt nicht so tief reingehen, aber ihr könnt, wenn ihr möchtet, einfach mal euch selber auch informieren. Auch als Christen solltet ihr wissen, was das hier für Organisationen sind und was die eben vorantreiben. Ja? Und sie hat die ersten wichtigen Publikationen eben gehabt bezüglich, ja, der Theosophie, Geheimlehre, ja, da gibt es auch Bücher, die Geheimlehre, da gehen auch viele Esoteriker heute noch nach, ja, und dann hier Isis entschleiert, ja, sie ist eben eine Okkultistin, das heißt im Verborgenen, sie hat verborgenes Wissen herangebracht aus dem Himalaya und so weiter, ja. Sehr interessant. Und wie gesagt, eine Schülerin ist eben hier Alice Bailey und sie hat den Lucy's Trust hier mitgegründet, die eben in der UNESCO, also in der UN-Abteilung für Bildung und Kultur zuständig ist. Und das eben hat Auswirkungen auf diesen Lifestyle, ja. Und dazu dienen auch verschiedene Clubs.
Ihr kennt ja einen Club, den habe ich ja immer wieder vorgestellt. Das ist das World Economic Forum von Klaus Schwab. Das ist sehr aktuell, aber es gibt auch nicht so bekannte, aber schon viel länger tätige Clubs. Und da schauen wir mal rein. Ja, einer dieser Club ist der Club of Rome. Ja, und da kann man sich vielleicht auch mal ein bisschen reingraben, wer möchte. Und zwar geht es ja hier wieder, wir wissen ja eines, dass dieses Endreich, ja, was das antichristliche Endreich ist, eben auf Rom aufgebaut. Es ist ein römisches Reich, es ist wahrscheinlich die EU und daraus hervorgehen vielleicht auch die UNO, ja. Aber wie gesagt, wichtig ist eben, dass es ein immer noch vorhandenes römisches Reich ist und hier haben wir eben diesen Club of Rome. Ja, und ja, ich wollte mal gucken, der wurde, glaube ich, 1968 gegründet. Ich schau mal hier. Sie haben viele Bücher eben veröffentlicht. Der Club of Rome ist eine Freimaurerloge, ne, also hier Secret und Okkult, die 1968 auf dem Anwesen von David Rockefeller in Bellagio, Italien, gegründet wurde. Ja, die Mitgliederstaffel ist eine traditionelle Ansammlung von grandiosen Reformern mit Staatsoberhäuptern, UN-Bürokraten, da haben wir es wieder, UN, ne? Prominenten Politikern, Regierungsbeamten, Diplomaten, Wissenschaftlern und so weiter und so fort. Ja. Und hier habe ich auch einen interessanten Artikel, werde ich auch mit verknüpfen. Ja. Und ja, wir sehen hier schon auch diese Klimabedrohung. Die Klimaagenda war schon früh Bestandteil dieses Club of Rome's. Ja, hier gibt es also Bücher, die schon 1977 entstanden sind. The Life Support System heißt es hier zum Beispiel, wo eben gesagt wird, dass die Bevölkerung eingedämmt werden muss. Also das Wachstum der Bevölkerung, der Erdbevölkerung muss gedämmt werden, ja, und es entstanden auch bei Hollywood viele Filme in den 1970er Jahren, Science-Fiction-Filme, Endzeit-Filme, die eben immer, wo es immer darum geht, ja, die Erde zu schützen vor zu vielen Menschen, ne? Ja, Spaceship Earth, ja, also das Raumschiff Erde soll hier geschützt werden. Unter anderem durch Reduktion der Menschheit. So, was haben wir hier noch? Genau. Nochmal kurz zur Klimapanik zurzeit oder Klimaagenda, CO2-Zertifikate. Ich lese das mal vor. Hier habe ich Feinde der Menschen, Club of Rome und Freimaurer heißt es hier. Die Ziele der Kabale, der neuen Weltordnung sind klar benannt. Und zwar heißt es hier in einem Buch, werde ich gleich zeigen, auf der Suche nach einem neuen Feind, der uns vereint, kamen wir auf die Idee, dass Verschmutzung die Gefahr der globalen Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und solche Dinge gut passen würden. All diese Gefahren werden durch den Menschen erzeugt. Der wahre Feind ist demnach die Menschheit selbst. Ja? Und da hat man eben diese Klimaagenda schon erfunden in einem Buch von 1991. Ein Buch von 1991, ein Strategiepapier. The First Global Revolution. Ja, Klaus Schwab hat ja schon die vierte Revolution sozusagen, aber hier schauen wir mal rein. Man kann dieses Buch hier als PDF finden. The First Global Revolution. Und hier gibt es eben den genannten Abschnitt auf Seite 75, ja, in searching for a common enemy against one, we can unite. We came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, family and und so weiter und so fort. Also wirklich, wir kamen auf diese Idee, dass der Mensch selber die größte Gefahr ist hier für den Planeten durch eben Umweltverschmutzung und globale Erwärmung. Ja.
Und daraus haben sie dann diese ganze Agenda von CO2 und so weiter schon damals geplant. Das kann man alles hier wunderbar nachlesen. Ja, okay. Gehen wir nochmal zurück zum Anfang hier. Na? Also wenn ihr meint, dass das hier irgendwie noch rückgängig gemacht werden kann, diese Menschen glauben das, was sie hier schreiben, tatsächlich. Sie leben und glauben das, ja, dass Heterosex eben nicht natürlich ist. Es ist nichts mehr natürlich, was von Gott eben angeordnet oder beziehungsweise als Ordnung geplant war. Ja, und das ist eben Satan. Das kommt direkt aus oder indirekt, ne, aus der Feder des Satans und des Antichristen. Alles, was hier umgekehrt wird. Es wird wirklich die Welt auf den Kopf gestellt hier. Diese Leute glauben das und viele junge Leute lesen das hier und irgendwann wird es heißen, du bist ja nicht normal, du bist nicht natürlich, was, du bist hetero. Nein, jeder ist doch schon. Und jeder kann es mit jedem, Sodom und Gomorra. Aber Gott hat uns ganz klar gewarnt. Also, wer jetzt noch nicht seinen Frieden gemacht hat mit Gott, geht zu Jesus Christus, geht ans Kreuz, tut Buße, kehrt um und glaubt an Jesus Christus, dass er für euch gestorben ist, beerdigt wurde und am dritten Tage wieder auferstanden ist zum ewigen Leben. Dann schenkt er euch das ewige Leben. Es ist ein Geschenk, es ist reine Gnade und diese Gnadenzeit geht jetzt zu Ende mit dem Auftreten des Antichristen. Beeilt euch bitte. Verschwendet keine einzigen Minute mehr, keinen einzigen Tag mehr. Tut es. Geht zu Jesus. Okay, soweit. Ich wünsche euch alles Gute. Shalom.